Am Wochenende findet die deutsche Meisterschaft im Bankdrücken statt in Greifswald. Von unserem Verein startet der Ronny und der Marco. Beide starten in der AK1 bis 120 Kilogramm. Und wir wünschen ihnen viel Erfolg. Die Daumen sind schon gedrückt und hoffen, dass natürlich eine Medaille herausspringt bei beiden. Die Aufgabe ist ziemlich einfach für heute. Die Beine werden ordentlich herangenommen, nicht nur in der Frontbeuge, sondern auch auf der ATX-Bank. Da wird nämlich nochmal ordentlich Volumen abgefordert mit erhöhtem Gewicht. So Leute, ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht gleich los, ich mache mich jetzt rein ins Warm-up. Ihr könnt erstmal hier den Trainingsplan studieren und dann werden wir sehen, was heute hier im Club mit meinen Beinen passiert. Mein Kraftplan für die Beine. Heute wird es wieder richtig straff. Die Pyramide wird einiges fordern. Die Erwärmung ist jetzt soweit durch und jetzt kommt die eigentliche Hauptaufgabe. Ich werde in den einzelnen Arbeitssätzen mit Hockpause arbeiten. 2-3 Stück habe ich angesetzt pro Satz und die werde ich entweder hintereinander ausführen oder immer mal eine Wiederholung Platz dazwischen lassen und somit besser in die Spannung reinzukommen. Schauen wir mal, wie ich das jetzt umsetzen werde. Auf der Hantel und da werde ich jetzt 2x6 ausführen mit je 3 Hockpausen im Satz und dann wird auch ordentlich Vollgas gegeben. Die Beine, sie müssen jetzt schmoren, selber schuld, warum sind sie auch Beine geworden? Die Beine sind jetzt völlig Schrott, vor allem die Waden haben jetzt einen Schlag abbekommen, sie krampfen, sie schmerzen, keine Ahnung, wie das zustande kommt, genug getrunken habe ich, also an den Elektrolyten kann es nicht liegen und die Oberschenkel, sie werden jetzt müde, träge, ich merke das schon beim Laufen, das ist alles so schwierig, als wenn ich mir einen Güterzug hinten auf den Buckel geknallt hätte und den nun mit hinterher ziehen würde. So ein Gefühl ist das, also das Training ist richtig reingekommen, aber nichtsdestotrotz, ich räume jetzt noch auf, mache Licht aus und dann gibt es nur noch einen Weg und der heißt ab in die Küche und dann wird wieder der Kochtopf auf den Ofen gestellt. Mal sehen, was heute Leckeres zu essen gibt. Gestern habe ich Nudeln gekauft, vielleicht koche ich die, lasst euch überraschen. Ich sage schon mal Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier im Club zum Training und dann werden wieder die Gewichte fliegen. In diesem Sinne, macht's gut, euer Uwe.
Heute habe ich mein Essen verfeinert mit sehr vielen Kräutern. In die Tomatensauce habe ich reichlich französische Gartenkräuter hinzugegeben. Das hat den Geschmack schön verfeinert. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und beim Hähnchenhack kam viel Knoblauch und Zwiebel hinein. Und dann wurde das alles schön in der Pfanne gebraten. Und als es dann so nach 20 Minuten durch war, kam es auf den Teller, die Soße drüber über die Nudeln. Und ich kann euch sagen, der Geschmack, er ist einfach unbezahlbar gewesen.